Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ich hatte euch in einem früheren Teil schon mal die Querbahn von Borna über Bad Lasik nach Großbothen vorgestellt. Und heute ist also der zweite Teil. Wir wollen uns den Bahnhof Bad Lasik mal noch ein bisschen genauer angucken und wollen uns dann noch in Richtung Großbothen begeben. Viel Spaß! Wir beginnen wieder da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich am nördlichen Bahnhofskopf mit Blick auf die Einfahrtweiche. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass dort ungefähr, wo die zwei Birken stehen, ich würde jetzt sagen, vielleicht noch ein bisschen weiter hinten, die Querbahn abgezweigt hat und davon ist heute nur noch das Gleisbett übrig, die Gleise selber sind verschwunden. Überhaupt wurde der Bahnhof Bad Lausick, der ja selbst zu DDR-Zeiten noch deutlich größer war, also doch um einiges zurückgebaut. Wir haben heute nur zwei Weichen und zwei Gleise, wo sich hier der Gaitaner und der MRB Eilzug, ich sag mal Eilzug, eigentlich ist es Regionalexpress, aber ich bin da immer noch den alten Begriffen verhaftet. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie das früher ausgesehen hat. Hier haben wir eine Führerstandsmitfahrt. Wir sind gerade am Vorsignal vorbeigefahren. Der Strecke Leipzig nach Bad Lasik. Der Zug ist dann weiter bis nach Chemnitz gefahren. Das wollen wir uns aber jetzt nicht alles angucken. Uns interessiert ja nur der Bahnhof Bad Lausick im Moment. Wir haben hier die Brücke über die Straße und gleich danach die Brücke, die eben früher über die Querbahn führte. Hier ist an dieser Stelle also die Einfädelung nicht, die Unterführung gewesen. Da ist das Anfahrtsignal, das im Moment HP2 zeigt. Rechts sehen wir den schon die Mühlenwerke, wo wir jetzt hier gleich die Anschlussstelle sehen. Da gibt es also ein Gleis rechts raus. Und wir sehen die alte Stahlbetonbrücke, die mittlerweile ersetzt wurde, was übrigens eine der ersten Stahlbetonbrücken war in Deutschland. So, auf der linken Seite sehen wir jetzt gleich ein Gleis. Das ist das Restgleis der Querbahn. Das ist wahrscheinlich hier als Ausziehgleis stehen geblieben, der Rest wurde ja abgebaut. Das Gleis, in das wir jetzt einfahren, ist heute nicht mehr existent. Also es gibt heute nur noch die beiden Gleise, die wir da rechts von uns sehen. Ja, die Gleisanlagen der Querbahn, es gab also da noch einen weiteren Bahnsteig, der jetzt hier links von uns wäre. Und das sind aber die Gleise zum Teil abgerissen. Also hier auch schon zu DDR-Zeiten abgerissen, heute sowieso. Die Kamera macht den kurzen Schwenk zum Lokführer, der die Lok wieder in Bewegung setzt. In der Drehung der Kamera sehen wir, dass also hier noch Güterverkehr war. Es stehen also einige Güterwagen hier noch im Bahnhof. Da vorne steht fast ein ganzer Zug. Und wir sehen hier die Ausfahrtssignale. Ja, wo jetzt hier die Ausfädelung war, das kann ich leider nicht sagen. Das Gleis, was hier nach links weggeht, ist es nicht. Das ist das Anschlussgleis für die Silica, also die Bad Lausicker Silikatwerke. Ja, und dann verlassen wir den Bahnhof hier wieder. Und schalten quasi wieder zurück in die Gegenwart. Für einen Gleisplan von Bad Lasik müssen wir
auf Sachsen-Schiene gehen. Und da haben wir hier einen schönen Gleisplan. Kommen also hier von Leipzig, wie wir das gerade im Video gesehen haben, haben wir die Mühlenwerke Bad Lausick als das Anschlussgleis. Und dann hat sich ja unser Eilzug hier über diesen Gleiswechsel bewegt. Hier ist sozusagen noch der Rest des Gleises von der Querbahn, was hier wahrscheinlich, wie ich vorhin schon vermutet habe, als Ausziehgleis stehen geblieben ist. Und dann ist eben die große Frage, weil wir haben ja hier Bahnsteig 3, der wird hier sicher noch eine Verbindung gehabt haben. Das ist der Bahnsteig, der für die Querbahn dann benutzt wurde. Hier macht er also irgendwie keinen Sinn mehr. Na, also ich weiß nicht, ob sie den hier für den Güterverkehr genutzt haben oder was auch immer. Also der endet also hier. Sachen hat also keinen Anschluss in den Norden des Bahnhofes. Wir haben dann auch gesehen, hier ist ja eine Doppelkreuzweiche drin. Wir haben aber gerade im Video gesehen, dass die also irgendwann mal aufgelöst wurde in zwei einzelne Weichen. Hier dann, wie gesagt, der Anschluss zur Silica, den haben wir hier auch. Das ist hier, das wären also die Silikatwerke von Bad Lausick und die zugehörige Gleisanlage. Als weitere Quelle haben wir hier die wunderschöne Seite eisenbahnrelikte.de. Da gibt es also auch einen Abschnitt zur Querbahn, hier speziell zu Bad Lausick. Und hier gibt es auch also einen handgezeichneten Gleisplan. Da steht dann der Name Tino Doberenz. Den kenne ich leider nicht. Das ist sehr schade. Vielleicht kann man das mal ändern irgendwann. Und hier sehen wir also eingezeichnet, wie diese Bahn, die Querbahn angebunden war. Und wenn wir hier mal die Gleise zählen, sehen wir, dass es deutlich mehr ist, als wir das hier in dem Gleisplan, den wir gerade gesehen haben, auf sachsenschiene.de, also eingezeichnet ist. Also ist alles ein bisschen unsicher und alles, naja, nicht so. Nicht so klar, wie es eigentlich sein sollte. In der Gegenwart sieht der nördliche Bahnhofskopf heute so aus. Der Abzweig der Querbahn ist zwar aus dem Stadtplan, wenn man ein bisschen Fantasie hat, ersichtlich, allerdings sieht man es nicht am Bahnhof. Der Feldweg, der hier so weggeht, das ist dann eher der Anschluss der Silikatwerke, auf deren Gelände sich heute zwei Supermärkte befinden. Das ist also alles komplett beräumt worden. Ja, wir verlassen Bad Lausick wieder auf den Weg nach Glasten. Das ist der nächste Haltepunkt auf dieser Strecke gewesen. In Glasten gibt es auch noch ein paar Spuren, unter anderem den Bahnhof. Und es gibt auch noch einen Kilometerstein der Strecke. Ein Teil davon ist ein Naturlehrpfad und der Rest ist Fahrradweg, wobei das nicht immer direkt auf der Strecke stattfindet, sondern teilweise, wie hier zum Beispiel, parallel. Hinter Glasten ist es dann nicht so einfach, erstmal im Wald die Strecke zu finden, ändert sich aber gleich wieder, da wir jetzt hier anhand der Bäume, wir fliegen genau drüber, das wieder sehen. Die Straße, wo die Autos gerade sehr schnell unterwegs sind, liegt natürlich daran, dass alles ein bisschen schneller gedreht ist, ist zwischen Kleinbardau und Glasten. Und hier vor uns jetzt ist die Straße zwischen Kleinbardau und Großbothen. Irgendwo hinter diesem Grünhaus, was wir jetzt links unten sehen, ist dann auch der Haltepunkt. Ich habe ihn leider nicht gefunden, weder mit der Drohne noch zu Fuß. Das ist also wahrscheinlich komplett hier eingewachsen in den Bäumen. Da hatte ich leider keinen Erfolg. Ja, und an die Windräder wollte ich auch nicht so nah ranfliegen. Das war es mir dann auch nicht wert. Hinter den beiden Windrädern
fädelt sich die Strecke dann in die Strecke von Grimma ein. Und die wir jetzt hier unter uns sehen, hier haben wir also nochmal einen Schwenk über die ganze Szenerie. Da haben wir die Windräder, von dort kommt die Strecke. Ist also hier wieder mitten im Wald. Und da genau unter uns ist dann die Einfädelung. Auch das ist hier, naja, sehr, sehr schwer zu erkennen. Also auf den Luftbildern bei Google kann man es noch erkennen. Ja, wir schauen gleich mal. Wir haben hier die beiden Windräder und hier praktisch den Streckenverlauf. Und hier zoomen wir mal ein bisschen näher ran. Hier ungefähr ist diese Unterführung unter die Strecke. Das ist also die Strecke, die von Grimma kommt. Und hier ist ganz schwach zu sehen, wo also die Strecke lang lief. Die ging also hier weiter nach oben. Und hier sehen wir, dass also der Bahnkörper ein bisschen breiter ist. Da passt also noch ein Gleis hin. Und hier wäre dann noch eine Brücke gewesen, die ist allerdings auch saniert. Ich habe dann aber noch ein Foto, wo hier sozusagen die alten Widerlager noch da sind. Ja, und dann geht's hier in den Bahnhof hinein. Aber hier ist es eben leider nicht mehr zu sehen. Da im Hintergrund haben wir dann schon Großboten. Unter der Strecke befindet sich dann das Unterführungsbauwerk, was übrigens bei vollem Betrieb dort eingebaut wurde und was heute leider so ein bisschen, naja, zum Müllablageplatz geworden ist. Ansonsten holt sich hier die Natur gerade die Seitenwände zurück und die waren hier komplett mit Moos bedeckt. Auch für Großboten, wenn man da den Gleisplan haben möchte, ist natürlich Sachsenschiene die richtige Adresse. Genau wie bei Bad Lausick ist es allerdings eben so, dass hier nur die Epoche 3 bzw. 4 Pläne hinterlegt sind. Ich hätte hier auch gerne einen Epoche 2 Plan gehabt, weil der auch dieser Bahnhof da noch ein bisschen größer war. Weil eben hier, das ist die Strecke, die von Grimma reinkommt, die wäre also hier zweigleisig und es würde dann wahrscheinlich als drittes Gleis dann noch die Querbahn hier reinkommen, weil das sozusagen sich erst hier dann in den Bahnhof eingefädelt hat und man eben nicht an dem Punkt, wo die Unterführung ist, da noch ein Stellwerk hingebaut hat. Ja, dann haben wir hier den Bereich, der zum Teil zumindest heute noch im Betrieb ist. Und wir haben hier oben den Bereich, der früher zur sogenannten Muldentalbahn gehört hat. Da war also hier der Anschluss. Da ging es also von hier nach Wurzen. Hier geht es ja nach Grimma. Auf der anderen Seite haben wir hier diese Kreuzung, also diese Überführung, die natürlich viel spitzwinkliger ist als hier in dieser Skizze dargestellt. Also hier auf der Seite geht es nach Rochlitz bzw. nach Colditz müsste der nächste Bahnhof sein. Und auf der Seite dann nach Böhlen, nach Döbeln bzw. nach Coswig. Ja, modellbahntechnisch äußerst schwierig, ein riesengroßes Teil und im Prinzip zwei Bahnhöfe in einem, ne? Weil wir hier ja die Strecke Borsdorf, Grimma, Döbeln haben und hier oben die Strecke Wurzen, auch Grimma, ne? Aber Grimma unterer Bahnhof. Grimma hatte ja mal zwei Bahnhöfe, der Bahnhof selber existiert noch. Aber also das Bahnhofsgebäude, die Gleise natürlich nicht, weil die nach dem Krieg auch abgebaut worden sind. Ja, und das macht den Betrieb natürlich hier als Kreuzungsbahnhof von fünf Strecken, ne, also fünf verschiedene Ziele, die wir hier ansteuern könnten, natürlich nicht gerade einfach. Ja, schauen wir mal, was heute davon übrig geblieben ist. Gut, hier sind dann die restlichen Gleisanlagen, die noch übrig geblieben sind. Das hier ist also die ehemalige Strecke nach Wurzen, also die sogenannte Muldentalbahn.
Und wenn wir also hier den Gleisplan mit der Realität vergleichen, dann sieht man, dass doch schon sehr viel abgebaut wurde. Hier sind wir auf der Westseite des Bahnhofs auf der Straße, die also vor dem Bau der Querbahn war das hier auch noch ebenerdig. Na, also man hat dann praktisch die Straße tiefer gemacht, so dass man hier diese beiden Brücken bauen konnte. Die Brücke, die wir gerade gesehen haben, ist also die noch heute im Betrieb befindliche der Strecke von Grimma. Diese hier ist sozusagen die Verbindungsbrücke zwischen der Grimma Strecke und der Muldentalbahn. Die aktuell verwendeten Bahnanlagen sind saniert, es sind neue Gleise drin, es sind neue Signale. Also das macht alles keinen schlechten Eindruck. Das ändert sich aber schnell, wenn man sich hier mal etwas abseits der Wege bewegt. Na, schon das Bahnhofsgebäude macht keinen schönen Eindruck mehr. Ich weiß nicht, ob es irgendwo irgendjemand gekauft hat. Und hier haben wir dann sozusagen das einzige Gleis, was ich gefunden habe, der Muldentalbahn, das also nicht zugewachsen ist. Ansonsten ist hier, naja, Dornbuschsteppe, nennen wir es mal so. Ja, das ist eben so der Eindruck, den sozusagen stillgelegte Strecken eben vermitteln. Wobei es hier ja noch die geringe Chance gibt, dass es vielleicht mal wieder aktiviert wird. Ja, auch hier ist, sieht's ziemlich düster aus. Das ist also dann der Übergang, der hier also im Zerfallsprozess ist. Und hier haben wir dann noch einen Tunnel quasi unter dem gesamten Muldentalbahnbereich. Ja, und auch für Julia hoffe ich, dass sie weiß, wer auch immer sie für immer liebt. Ja, und wie wir am Gleisplan gesehen haben, teilt sich die Strecke auch auf der anderen Seite auf. Hier eben in diese beiden verschiedenen Richtungen, die ich vorhin genannt hatte. Es gab dann noch einen wunderschönen Durchlass, den ich ja auch unbedingt fotografieren musste. Ja, und dann haben wir dieses Kreuzungsbauwerk, wo also die Strecke nach Rochlitz über die Strecke nach Döbeln geht. Und wir sind am Ende unseres Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr abonniert vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder wenn euch das gefallen hat, setzt da einen Daumen hoch unter das Video. Ja, einen schönen guten Abend und macht was draus.